Hallo, servus zur neuen Folge vom SITV. Heute mit dem Thema mehr Schein als Sein. Und los geht's mit einem negativen Thema, nämlich mit Produktfälschungen in der Seilbahnbranche, Tamara. Ja, ein überraschend häufig aufkommendes Problem jetzt in diesem speziellen Fall war das so, dass der Betriebsleiter Manuel Butre von den Reiteralmbergbahnen Wälzlager bestellt hat, und das ist ein Stoff, den sie halt 300 bis 400 Stück im Jahr austauschen. Und sie dachte, es ist Corona-bedingt, hat er ein Schnäppchen gefunden. Und wie dann diese Wälzlager ankommen sind, trotz des richtigen Firmenlogos und der richtigen Verpackung, ist da ein gravierender Qualitätsmangel aufgefallen. Und zwar war der Schmieranteil viel zu gering. Und das kann natürlich zu großen Problemen im Betrieb führen. Und ja, so ist er dann eben drauf gekommen, dass das ein gefälschtes Produkt ist. Laut SKF, also der betroffenen Firma, passiert das häufiger, aber geschulte und gute Betriebsleiter merken das meistens sehr, sehr rasch. Also da muss man aufpassen. Und mehr Schein als Sein gibt es ja ein bisschen auch Erfreulicheres. Man denkt, sagt immer, Alexa ist oft mehr Schein als Sein, digital statt analog. Und da wird auch neue Wege gegangen. Ja, und zwar in Schladming-Dachstein, der Matthias Schattleitner, der ist bekannt dafür, dass er immer gerne mal wieder was Neues probiert. In diesem Fall geht es um Sprachsteuerung. Das ist jetzt nur mal ein Test. Es sollte quasi für die Zukunft ein paar Türen öffnen. Mit Siri und Co. hofft man, dass man in Zukunft Hotelzimmer buchen kann und Skitickets. Derzeit hat man mit einer bayerischen Firma aber zuerst einmal die Sprachsteuerung über ein paar Funny Facts aus der Region irgendwie gefüttert und kann da irgendwie lustige Sachen hören, wie zum Beispiel, was der Charlie Sheen mit Schladming zu tun hat. Spannend. Also Alexa fragen, was da los ist. Ja. Und als dritte Meldung haben wir etwas mehr Schein als Sein. Was trifft es mehr zu wie auf Madame Tussauds? Aber was hat das mit dem alpinen Tourismus zu tun? Ja, der zieht jetzt ein bei Madame Tussauds. Alte wie neue Superstars aus dem Wintersport werden da jetzt ausgestellt von Hermann Mayer, Franz Klammer oder Stefan Kraft. Die sind jetzt alle vertreten und hier auch mit einem kleinen Hauch Digitalisierung, weil der Skispringer kann durch eine VR-Brille betrachtet werden und ja, mit windenden Haaren, weil da haben sie eine Windmaschine auch noch aufgestellt. Also Hightech sogar und Sportfeeling. Ja gut, mit diesem Schein-Sein-Nachrichten gehen wir in die nächste Woche. Servus! Tschüss!